Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Bodo Schirmann von der Firma Snow Performance. Ich möchte euch heute das Thema Wassereinspritzung bzw. Wassermethanol-Einspritzsysteme vorstellen. Das System selber, um was zu der Geschichte zu erzählen, stammt aus der Luftfahrt, wurde seinerzeit in den Messerschmitt BF-109-Bombern oder Fightern eingesetzt und hat dort über die sogenannte MW50, Wassermethanol, 50-prozentiges Gemisch, die Leistung um ca. 600% bei diesen Motoren erhöht, von 1800 zu 2400 PS. Und das System wurde immer wieder auch in der Kfz-Industrie wiederentdeckt, auch in den 80er Jahren in den Formel-1-Fahrzeugen bei Renault und Ferrari. Dort wurde auch Wassereinspritzung mit 15-Liter-Tanks in den Formel-1-Motoren eingesetzt. Die Turbo-Ära endete ja Mitte der 80er Jahre und damit war auch das Thema Wassereinspritzung wieder obsolet. Und ja, ich beschäftige mich seit etwa 15 Jahren mit diesem Thema. Damals eigentlich aus eigenem Bedarf entstanden, weil ich seinerzeit einen alten Hausraum-Porsche hatte mit tierischen thermischen Problemen. Und nach diversen Motorschäden bin ich irgendwann mal über das Thema Wassereinspritzung gestolpert und hatte danach auch nie wieder Probleme gehabt. Und unterm Strich ist daraus auch die Firma entstanden. Die Systeme sind sehr einfach aufgebaut, sind auch völlig autark von der bestehenden Motorelektronik. Also jedes System kommt mit einer eigenen Steuerungselektronik, muss also nicht an irgendwelchen Kammbussen oder irgendwas im Prinzip konnektiert werden. Im Prinzip wird halt Wasser oder ein Wasser-Alkohol-Gemisch in die heiße Ladeluft eingespritzt. Über die Verdunstungskälte wird halt die Ladeluft runtergekühlt und die restlichen Wasser Moleküle, die nicht auf dem Weg zum Brennraum bereits verdunstet sind, verdampfen dann während des Verbrennungsprozesses. Dadurch wird halt wiederum Wärmeenergie aus der Verbrennung entzogen, die Abgastemperatur sinkt, die Verbrennungstemperaturen sinken und letzten Endes kann man über diesen Kühleffekt auch wiederum mehr Ladedruck, mehr Zündung geben, ohne dass der Motor zu heiß wird, zu sehr abmagert und entsprechend so einfach mehr Leistung generieren. In der Regel wird das Wasser-Alkohol-Gemisch über einen Vorratsbehälter, in dem Fall hier einen 9,5-Liter-Tank, in diese Hochdruckpumpe reingezogen. Und diese wiederum wird dann hier, wenn du mal hier schaust, in das Druckrohr vom Motor eingesprüht. Die Pumpe ist eine 16-Bar-Hochdruckpumpe, bis zu 20-Bar hochdrehbar, sodass halt auch das Wasser- oder Wasser-Alkohol-Gemisch sehr fein zerstäubt. Also es kommt kein Wasser in den Motor an, wird also nichts geflutet, der Motor rostet auch nicht oder dergleichen, sondern es ist im Prinzip so, als wenn man in einen nebligen Tag reinfährt, da merkt man ja auch, dass der Motor besser läuft. Kennt ja jeder an kalten, feuchten Sommertagen zum Beispiel früh morgens läuft der Motor auch besser als um 12 Uhr mittags. Letzten Endes stellt man diesen Zustand künstlich her über die Wassereinspritzung. Zusätzlich halt aber auch über das Methanol wird noch hochoktaniger Rennkraftstoff hinzugefügt, sodass man dort halt einfach deutlich mehr Leistung erzielen kann. Ja. Die Steuerungen sind unterschiedlich je nach Fahrzeugbedarf. Es gibt Systeme für Saugmotoren, genauso wie für Turbodieselmotoren oder halt für Kompressor. Das heißt, je nach Bedarf kann über ein beliebiges Motorlastsignal die Einspritzmenge reguliert werden oder, was bei den meisten Kunden der Fall ist, über den Ladedruck. Das heißt, es spritzt nicht ein, sondern erst für die wichtigen Duelle im Leben, wenn man ein bisschen Gas gibt. Ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel 1 Bar Ladedruck hat, setzt das System erst ab 0,5 Bar ein und reguliert die Einspritzmenge progressiv zum Ladedruck, sodass man dann halt bei vollem Ladedruck auch die maximale Einspritzmenge zur Verfügung hat. Ja. Hierfür gibt es verschiedene Controller, wie auch in diesem Fahrzeug verbaut, ist hier der sogenannte VC50-Controller installiert. Das ist ein herkömmliches 52mm Instrument, was unter anderem als Ladedruckanzeige gilt. Man kann dort die Einspritzmenge ablesen und halt auch, wenn der Behälter leer ist. Das heißt, ab einem gewissen Ladedruck wird hier dann das System aktiviert und die Einspritzmenge wird dann halt über die Zerstäuberdüse entsprechend mehr oder weniger reguliert. Das erstmal so ganz grob dazu. Ich kann das gerne auch nochmal direkt am Fahrzeug zeigen, wie das sowas eingebaut aussieht. Wir gehen einfach mal rüber. Als Basis dient hier, das ist eine Lotus Exige 380,
hat serienmäßig theoretisch 380 PS, hat auf der Rolle allerdings nur 350 gehabt, Lotus halt. Das heißt, die Ausgangsleistung war hier also 350 oder 352 PS. Wir haben hier das System verbaut in Zusammenarbeit mit der Firma Komotec und neben der Wassereinspritzung noch eine neue Ansaugung und Sportcuts installiert. Unterm Strich haben wir hier mit diesem System am Ende knapp 460 PS rausgeholt mit einer Basisleistung von 350 PS, also auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Als Motor dient hier ein herkömmlicher Toyota-Motor mit 3,5 Liter und Kompressoraufladung. Hier kann man sehr gut sehen die Einspritzdüsen, die nach dem Luftfilter vor dem Kompressor sitzen. Das heißt, in dem Fall wird halt auch der Kompressor gleich mitgekühlt, das heißt, der gesamte Aufladungsprozess wird gleich mitgekühlt. Und das System als solches, in dem Auto hat man eh nicht sehr viel Platz, aber wir konnten hier auch den 10-Liter-Tank einbauen. Der sitzt halt im Radkasten hinten. Das heißt, hier kann halt das Wasser oder Wasser-Alkohol-Gemisch eingefüllt werden. Und von der Reichweite liegt es bei diesem Motor jetzt mit der Leistung ungefähr bei ungefähr 1000 Kilometer. Sprich, ungefähr 1 Liter Gemisch pro 100 Kilometer werden eingespritzt. Und das Gute ist letzten Endes, dadurch, dass man halt auch das Kraftstoff-Luft-Gemisch entsprechend abmagern kann, verbraucht der Motor im Verhältnis auch weniger als vorher. Weil letzten Endes der ganze Kraftstoff, der nur zur Kühlung eingespritzt wird, kann halt durch ein Wasser-Alkohol-Gemisch ausgeglichen werden. Das heißt, Wasser hat die sechsfache Kühlwirkung wie Benzin und Methanol noch die dreifache. Das heißt, die ganze Anfettung, das ganze Benzin zur Kühlung kann durch ein Wasser-Alkohol-Gemisch ausgeglichen werden. Das heißt, man verbraucht unterm Strich weniger und kann durchaus noch mehr Leistung rausziehen. Das erstmal so im Groben dazu, zur Erläuterung. Ich würde gerne ein paar Fragen vielleicht beantworten, wenn jemand Fragen hat zum Einbau, zu Installation und solches, stehe ich da gerne jedem Rede und Antwort. Der Herr. Ja. Ja. Kann der ganze Mal trotzdem weiterfahren? Das ist im Endeffekt nur eine Leistungsminderung. Ja, also man kann, also der, zum Beispiel dieses Fahrzeug ist extrem auf die Wassereinspritzung abgestimmt. Das heißt, in dem Zustand, wie dieser Motor ist, wäre er nicht mehr vollgasfest, ohne entsprechende Kühlung. Man kann natürlich weiterfahren. Ist ja auch so, dass ich mit dem zum Beispiel, was ich 160 auf der Autobahn fahre, ohne dass überhaupt die Einspritzung aktiv ist, weil die nur im Prinzip beim Gas geben mit einspritzt und wenn man richtig Stoff gibt, aber nicht, wenn man normal zügig fährt. Es gibt ja noch die sogenannte Safe Injection, die zum Beispiel das Durchflussvolumen von der Pumpe zur Düse misst und sobald dort ein Abfall ist, wird ein 12-Volt Steuerungssignal ausgeschickt, was man wiederum verwenden kann für ein anderes Mapping, zur manuellen Ladungabsenkung, als Eingangssignal für einen Boost-Controller, sodass man dann halt auch die Leistung zurücknehmen kann, ohne das entsprechende Wasser-Alkohol-Gemisch. Ja, das kann man schon machen. Im Turbodieselbereich, was ein Großteil unserer Kunden darstellt, ist es egal, weil da ist dann tatsächlich einfach nur die Leistung weg. Hier wird in der Regel auch nichts drauf abgestimmt. Beim Turbodiesel ist es wirklich sehr einfach. Man setzt das System oben drauf, hat in der Regel im Bereich zwischen 10% und 20% mehr Leistung, auch bei einem bereits modifizierten Motor. Und wenn der Behälter leer ist, haben wir halt weniger Leistung. Ja. Beim Benziner ist es halt, wie gesagt, ein bisschen diffiziler, wenn man es drauf abstimmt, weil halt einfach das fette Gemisch fehlt zur Kühlung des Motors. Ja. Bei Facebook wurde gefragt, sagte er jetzt wirklich 600%? Ich weiß nicht, ich habe leider nicht ganz zugehört, um was es da ging. Es war ganz am Anfang. 600%? Irgendwas mit 600%. Leistungssteigerung 600%. Nee, 600 PS. Also, die Wassereinspritzung ist ja ein alter Schuh sozusagen, wurde ja nur wiederentdeckt. Ursprünglich, wie gesagt, in der Luftfahrt verwendet. Dort wurde es unter anderem in der Messerschmitt eingesetzt. Und das waren die DB 600 irgendwas Motoren. Die hatten serienmäßig 1800 PS. Und im sogenannten Kampfmodus konnte man dort eine Wassermethanol-Einspritzung zuschalten bei diesen Turboprop-Motoren. Und dort wurde dann halt eine Leistung von 600 PS im Prinzip kurzfristig erreicht.
Okay, ja. Gut. Und dann die andere Frage war, wie berechnet man die Wassermenge, die notwendig ist? In dem Beispiel war es jetzt ein 1,9er TDI. An sich halt die Frage, wie berechne ich, wie viel Wasser muss überhaupt da rein? Also im Prinzip haben wir, gerade in diesem Bereich gibt es eine komplette Tabelle, bei welchem Ladedruck, mit welcher Leistung, welche Düsen empfohlen werden. Also letztendlich, wenn die Kunden sich an uns wenden oder auch ans Turbozentrum, schon aufgrund jahrelanger Erfahrungswerte, weiß man, beim 1,9er TDI 170 PS getuned auf 240 nimmt man Düse 3 oder 4 als Beispiel. Ansonsten haben wir da entsprechende Tabellen für. Das richtet sich im Prinzip nach der Leistung und nach dem Ladedruck. Weil umso höher der Ladedruck ist, umso höher ist auch die thermische Belastung. Umso mehr man die Luft komprimiert, umso heißer wird sie. Und von daher ist dann halt auch der Bedarf an der größeren Düse entsprechend höher. Andere Frage, die noch kam, erzeugt die Einspritzung eine höhere Verdichtung? Minimal ja. Ja, also, aber das ist, sage ich mal, nicht großartig nennenswert. Gut, das war zumindest das, was jetzt online kam. Ja. Und ansonsten, wenn noch weitere Fragen sind, stellt die Fragen bitte. Noch habt ihr die Chance. Also was ich auf jeden Fall so noch grundsätzlich sagen möchte, wie gesagt, diese Systeme sind völlig unabhängig einzubauen von der bestehenden Motorelektronik. Das heißt, jeder Controller kommt in eine eigene Steuerungselektronik. Die Steuerelektroniken sind unterschiedlich, je nachdem, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. Also wir haben spezielle Systeme für Saugmotoren oder halt auch für Turbodieselmotoren. Das heißt, da wird es zum Beispiel über die Abgastemperatur gehen und über den Ladedruck. Das heißt, gerade zum Beispiel für Zugfahrzeuge, wenn der Ladedruck konstant ist, aber die thermische Belastung steigt, weil gerade Hängerbetrieb ist, würde automatisch mehr eingespritzt werden, um die Abgastemperatur wieder zu reduzieren. Genauso für Direkteinspritzer gibt es ein System, das sogenannte Stage 3, was nicht nur den Ladedruck nimmt, sondern halt auch das 0 bis 5 Volt Kraftstoffdrucksensorsignal, um dort halt präzise auch Wasser oder Wasser-Alkohol-Gemisch zuzuführen. Man muss halt auch nicht nur Methanol nehmen. Die meisten Kunden verwenden mittlerweile Bioethanol. Es ist halt sehr günstig und sehr einfach in der Beschaffung. Kosten 30 Liter um die 40 Euro. Und in dem Fall bei diesem Fahrzeug mit der Ausgangsleistung hält der beiliegende 9,5 Liter Tank ungefähr 1000 Kilometer. Also kann man ungefähr sagen, 1 Liter Wasser-Alkohol-Gemisch auf 1000. Was sich aber durchaus amortisiert, weil im Verhältnis das Fahrzeug auch weniger Kraftstoff verbraucht und da ist das Wasser-Alkohol-Gemisch deutlich günstiger als V-Power. Ja. Fragen? Der. Unglaublich. Was sagt der liebe Freund? Ja, der liebe TÜV. Muss ich schon jedes Mal alles wieder ausbauen, oder? Was soll ich da offiziell noch sagen? Aber also in dem Fall ist es hier eingetragen, tatsächlich über eine Einzelabnahme. Grundsätzlich wäre es nur über eine Einzelabnahme möglich. Man kann aber nicht erwarten, obwohl es bewiesen ist, gerade im Turbodieselbereich, dass die NOx, der Schadstoffausstoß, deutlich reduziert wird, dass man dort eine günstigere Steuerklasse erwirken kann. Na, weil da sagt dann der Gesetzgeber, dass es ja nicht sichergestellt sein kann, dass das System durchgängig aktiv ist, um entsprechend den Schadstoffausstoß zu reduzieren. Die meisten Kunden verwenden das halt im Motorsportbereich oder haben halt andere Wege. No. Aber grundsätzlich ist es nicht auszuschließen. Wir haben ja unter anderem auch die BMW M beliefert mit Komponenten, wo das tatsächlich auch in der Serie gegangen ist. Dort nicht als Wasser-Alkohol-Einspritzung, aber als Wassereinspritzung. Es werden mit Sicherheit auch aus der Serie noch zukünftig weitere Modelle kommen, die mit Wassereinspritzung ausgestattet sind. Also im Prinzip arbeiten wir mit jedem namhaften Automobilhersteller gerade zusammen und jeder hat da so seine eigenen Wege, sag mal, das irgendwo mit auf den Weg zu bringen. Sonst noch Fragen, Wünsche? Gut, falls keine weiteren Fragen sein sollten, ich stehe aber sehr gerne noch nach dem Vortrag hier Rede und Antwort. Also wenn noch jemand spezielle Fragen zu seinen eigenen Fahrzeugen hat, dann gerne zu mir kommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs zahlreiche Erscheinen und hoffe, ich konnte so halbwegs das Thema ein bisschen näher bringen.
Danke.